Leute, hier ist eure Hanna Vogel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich riesig, Leute, denn ich brauche ganz dringend eure Unterstützung. Und zwar bin ich hier gerade in der Schule, wie ihr sehen könnt. Und eigentlich hätten wir jetzt Matheunterricht, aber ich habe da jetzt wirklich überhaupt gar keine Lust drauf, auch nicht auf den Mathelehrer. Und deswegen möchte ich jetzt hier aus der Schule vor dem Mathelehrer entkommen und dabei nehme ich euch mit. Los geht's! Also Leute, hier ist auf jeden Fall unser Klassenzimmer und ach, schaut mal, hier ist ein Bleistift, das sammle ich schon mal ein. Aber jetzt muss ich hier erstmal einen Ausweg finden. Ach, schaut mal, wie cool, hier ist ein Geheimgang. Super, dann sind wir auch schon direkt im nächsten Raum und hier ist noch ein Bleistift. Hihi. Okay Leute, also vom Prinzip ist es klar, wir müssen hier die ganzen Hindernisse überqueren und aufpassen, dass wir hier halt nicht irgendwie runterfallen oder so. Und ja, dann schaffen wir es auch hier irgendwie raus aus der Schule vor diesem Mathelehrer. So, auf jeden Fall habe ich hier noch einen Bleistift. Hier ist ein Knopf, den drücke ich. Und jetzt kann ich hier weiter abhauen. Juhu, cool. Okay, dann vielleicht hier. Wow, was war das denn, Leute? Habt ihr das gesehen? Ich bin einfach geflogen. Okay, dann muss ich das aber ein bisschen besser koordinieren. Oh mein Gott. Das ist aber auch ganz schön hoch. So, und wow, ich bin schon wieder daneben geflogen. Na hoppla, okay. Jetzt nochmal volle Konzentration. Wir versuchen es einfach nochmal. Oh, jetzt bin ich richtig weit oben. Jetzt kann ich da rüber und noch weiter. Und wow, ich fliege, Leute. Wie cool ist das denn? Also ich sag's euch, das ist jetzt schon mal der beste Schultag überhaupt. Auf jeden Fall viel besser als Matheunterricht. Hihi. So, dann klettern wir hier hoch. Und hier ist wieder ein Knopf. Wow, da muss ich oben drauf. Okay, wir fahren hier nach oben. Und, ach, schaut mal, hier ist noch ein Bleistift. Cool. Und hier sind schon wieder irgendwelche Hindernisse aufgebaut. Die überqueren wir so nämlich. Und keine Ahnung, wo wir als nächstes hinkommen. Aber da geht's auf jeden Fall in den nächsten Geheimraum. Gehen wir mal hier entlang. Oh nein, der Mathelehrer! Wow! Er hat mich gefunden. Oh Mann, und er ist ganz schön schnell hinter mir her. Okay, ich muss ganz schnell abhauen, Leute. Wo müssen wir denn hier? Hier vielleicht? Okay, jetzt ist er immer noch hinter mir her. Oh mein Gott, warum ist er überhaupt so schnell, dieser Mathelehrer? Und was will er überhaupt? Ich habe wirklich gar keine Lust auf Matheunterricht. Ich gehe mit Sicherheit nicht wieder zurück. So, jetzt sind wir hier in der Sporthalle angekommen und... Okay, gut, ich war schneller als der Mathelehrer. Hihi, schaut mal da drüben, hier liegt noch ein Bleistift. So, das sammeln wir alles schön ein. Tja, ich glaube, der Mathelehrer ist halt nicht so sportlich wie ich. Das Gute ist, hier ist scheinbar auch gerade kein Sportlehrer. Also kann ich hier weiter schön aus der Schule entkommen. Juhu! Wow, wie cool! Und noch ein Bleistift. So, jetzt einmal hier rüber balancieren. Oh, was ist das denn hier für ein cooler Parcours? Das macht echt Spaß. So. Und dann hier weiter. Und wie ihr seht, bin ich wohl nicht die einzige Schülerin, die hier entkommen möchte. Upsi, ich bin aus Versehen runtergefallen. So, ist nicht schlimm. Auf jeden Fall, oh Mann, was ich sagen wollte... Ich bin hier nicht die Einzige, die keine Lust auf den Matheunterricht hat. So, ich muss ein bisschen weiterspringen, dann geht das Ganze. Okay, jetzt einmal hier schnell nach oben. So, und wow, cool. Oh, das macht so viel Spaß. Wow. Boah, was war das denn für eine Rutsche, bitte? Ich bin einfach viel zu weit gerutscht. Okay, nochmal aufs Trampolin. Wow. Und jetzt nochmal auf die Rutsche. Aber ich muss ein bisschen abbremsen. So, okay. Dieser Parcours hier in der Sporthalle ist ja wirklich riesig.
Also ich weiß ja nicht, was sich der Sportlehrer hierbei gedacht hat, aber das ist ja wirklich voll cool irgendwie. Also es macht voll Spaß. Hihi. So, jetzt haben wir es aber geschafft und wir gehen hier wieder zurück in den Flur. Oh, was ist denn hier passiert? Also irgendwas stimmt hier nicht. Hoppla. Okay, so, dann geht's jetzt hier einmal weiter. Oh Mann, ich habe mir schon wieder den Kopf angestoßen. Was ist das denn hier? Ach, hier kann ich noch dran drehen. Okay, keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Aber oh Mann, ich stoße mir hier jedes Mal den Kopf. Kann doch wohl nicht wahr sein. Juhu, jetzt aber. Na, endlich. So, jetzt bin ich hier wieder im Schulflur und so wie es aussieht, ist hier kein Mathelehrer mehr. Hihi. Oh nein, da habe ich mich wohl zu früh gefreut, Leute. Der Mathelehrer ist wieder hinter mir her. Oh Mann. Okay, ich muss wieder ganz schnell abhauen. Ist er immer noch hinter mir her? Oh mein Gott. Ich muss schneller laufen. Vielleicht hier entlang? Okay, ich, baue ich schnell die Paletten auf, dass ich schnell weiterkomme in den nächsten Geheimraum. Glaubt ihr, das reicht jetzt mal an Paletten? Ich denke mal schon, oder? So, ich probiere es jetzt einfach mal. Das hat gereicht. Hihi. Woohoo. Cool, wir sind jetzt, keine Ahnung, wo wir genau sind, aber auf jeden Fall wieder ein Stück weiter, um hier zu entkommen. Und wow, wo fliege ich hier denn hoch? Okay, so, wir sind im nächsten Raum. Und jetzt... Wow! Okay, wo muss ich denn hin? Ich habe wirklich keine Ahnung. Okay, Leute, also die Tür ist jetzt aufgegangen und dort drüben kann ich dann abhauen. Diesen Ball hier nehme ich mir noch mit, einfach falls ich den nochmal gebrauchen kann oder so. Auf jeden Fall muss ich sagen, hatte ich richtig viel Spaß hier aus der Schule zu entkommen. Ich würde sagen, so langsam reicht es nämlich auch. Also ich werde da gleich noch durchlaufen und dann ist auch wieder gut für heute. Und was ich noch sagen wollte, wenn ihr auch so viel Spaß hattet wie ich, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für das Video und denkt auch dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und dann freue ich mich schon sehr aufs nächste Mal. Tschüssi, eure Hanna. Hey Leute, ich bin's, Julian Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch auch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele. Und glaubt mir, die sind echt richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß.